Ja, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. So, das Jahr neigt sich dem Ende. Die Adventskerze leuchtet zumindest schon die erste. Wir machen es bitte nochmal. Ja, ja, okay. Ja, die Adventskerze, ja. Kann ich? Das Jahr neigt sich dem Ende, ja, und das ist ja so die typische Zeit, wo man mal zurückschaut auf das, was man so erlebt und gemacht hat. Und deswegen haben wir uns heute hier in meiner lauschigen Werkstatt getroffen. Ich habe standesgemäß den Adventskranz angezündet, so ein typischer Adventskranz für Autoverrückte, glaube ich. Zumindest meint das mein lieber Matti. Ja. Ich habe Kekse besorgt, also Spekulatius und Glühwein. Und dann habe ich mir überlegt, das gehören ja immer zwei so zum Video, mindestens so. In unserem Fall auf jeden Fall. Einer steht vor der Kamera und einer hinter der Kamera. Und weil ich dachte, es wird mal Zeit, dass der Matti mal vor die Kamera kommt, habe ich ihm Platz angeboten in meiner Werkstatt. Und wir wollen gemeinsam mit ihm einen automobilen Jahresrückblick beginnen. Wir haben uns einfach überlegt, was waren unsere Highlights dieses Jahr? Was hat uns besonders beeindruckt? Was hat uns auch vielleicht ganz schön Angst gemacht? Und wir haben so ein paar Kategorien uns ausgedacht und haben so unsere Highlights zusammengefasst und wollen einfach mal mit Ihnen ein bisschen auf diese Highlights gucken. Ja, Matti, da sind wir mittendrin, würde ich sagen. An was erinnerst du dich denn, was so dein epochalstes, größtes Erlebnis in diesem Jahr war? Mein epochalstes, größtes Erlebnis war eigentlich das, was für mich die meiste Action bedeutet hat. Also mein Preis für die meiste Action ging ganz eindeutig ans Fahrsicherheitstraining in Linte im ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg. Denn da durfte ich nicht nur hinter die Kamera, sondern auch mal hinters Lenkrad. Da geht ja gar nichts. Ja, man hört es kaum, aber ich wurde ganz schön durchgeschüttelt. Es war sehr aufregend, aber es war auch wahnsinnig interessant, wirklich mal zu lernen, wie man, wenn man mit dem Auto ins Schlittern kommt, richtig bremst, richtig lenkt und so. Sehr interessant. Und es hat auch echt viel Spaß gemacht, da einfach mal so ein bisschen so Pirouetten zu drehen. Hat Laune gemacht. Was war so dein Action-Highlight dieses Jahr? Na, ich glaube, da muss ich gar nicht lange überlegen, denn das hatten wir erst vor zwei Wochen ungefähr. Und zwar im Offroad-Park Berlin-Brandenburg. Und da stürzten wir uns todesmutig mit dem Defender in die Tiefe. Und zwar so eine 50 Meter Abhang war es sogar. Ich habe ihn extra nochmal gefragt, den lieben Marco. Und das ging 50 Meter in die Tiefe auf einem Gefälle von 45 Grad. Und das sind dann 100% Gefälle, muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, der Moment, wo uns am meisten die Düse ging, ist der, wo man halt, man fährt in den Himmel rein und man sieht die Spur nicht und dann kippt das Auto erst ab und dann stürzt man sich tatsächlich in die Tiefe. In der Schräge selber, finde ich, geht's. Aber ich weiß noch, wie wir hochgefahren sind und bei der zweiten Runde musstest du, mein lieber Matti, mit. Ja, und man sieht nicht, wo man hinfährt. Also da ging mir auch ordentlich die Düse. Es war ein Mordspaß, haben auch viel über Allradtechnik gelernt. Das war auch ein richtig toller Tag, den wir hatten. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir gerade tun. Da ging es hoch hinaus, beziehungsweise eher steil bergab. Steil bergab, genau so ist es, mein Lieber. So, jetzt bestehen wir aber nicht nur unglaubliche Abenteuer, sondern wir geben auch einfach praktische Tipps. Und Matti, du bist jetzt nicht unbedingt der große Auto-Auskenner, deswegen stehe ich auch vor der Kamera und du dahinter. Sag mal ehrlich, bei welchem Thema hast du so am meisten gelernt oder was hat dich am meisten überrascht? Also tatsächlich, Auto ist für mich ein absoluter Gebrauchsgegenstand. Ich bin froh, dass ich Öl nachfüllen kann oder auch mal einen Reifen wechseln und so, aber da hört es dann auch schon auf. Und deshalb fand ich wirklich ganz interessant und war für mich auch völlig neu, dass man einfach das Blatt vom Scheibenwischer sehr, sehr gut mit einem Apfel abwischen kann. Um Schlieren zu vermeiden, hilft zum Beispiel die Säure eines Apfels dabei. Denn wenn ich mit dem Apfel die Scheibenwischerkanten lang gehe und etwas reinige, dann löst die Apfelsäure den Dreck und wir haben halt einen klaren Durchblick. Apple a day keeps the auto doctor away. Ja, genau so ist es. Was ich auch auf jeden Fall selber mache, seitdem wir in unserer Sommerfolge das gedreht haben, ist, dass ich die Klimaanlage 10 Minuten bevor ich zu Hause ankomme oder an meinem Ziel ankomme, ausmache, weil du mir nämlich genau erklärt hast, warum das sinnvoll ist und warum es dann auch im Auto nicht so mufft. Denn in der Anlage selbst bildet sich Kondenswasser und das ist die perfekte Grundlage für Mikroorganismen und Bakterien. Und die können dazu führen, dass es im Innenraum etwas müffelt. Schalte ich die Klimaanlage vorher ab, trocknet das Wasser weg und die Bakterien haben keine Chance. Also das waren so ganz praktische Alltagstipps, die ich tatsächlich für mich auch mitgenommen habe, die ich jetzt auch benutze. Gibt es auch irgendwas für so einen Autonerd wie dich, wo du gesagt hast, meine Güte, das ist aber interessant, das ist spannend, das zu lernen?
Klar, ich glaube, wir hatten ein Thema, das war hochgradig spannend, und zwar hat es was mit Zukunft zu tun. Und zwar ging es um das Thema E-Fuels, synthetische Kraftstoffe. Darüber hatten wir auch eine Sendung gemacht und hatten mal geschaut, wie das funktioniert. Und wir haben das sogar in meinen Buckel Volvo reingekippt und damit eine Runde gefahren. Ja, und Überraschung, war eigentlich keiner. Das lief wunderbar, funktionierte und war eine großartige Sache. Ja, apropos Buckel-Volvo, für dich als absoluten Oldtimer-Fan und Auskenner war ja sowieso sehr viel schönes altes Metall dieses Jahr dabei, ne? Es war ein großartiges Jahr. Mal abgesehen davon, dass ich mit der Simson Schwalbe bis zur Ostsee gefahren bin, haben wir Sachen erlebt wie das 15. Ostfahrzeugtreffen in Finofol. Ja. Das war der blanke Wahnsinn, denn da waren über 3.500 Fahrzeuge. Ich weiß noch, wie wir zwei im Bus im Icarus standen und die Leute interviewt haben. Es war ein großartiger Tag. Ja, und ich glaube, das wird nächstes Jahr wieder stattfinden und da werden wir auch wieder sein. Tja, und dann hatten wir noch das Abflügen der Lanz- und Alttechnik-Freunde in Glienicke. Und das war ein ganz besonderer Spaß, denn ich bin das erste Mal mit einem Lanz Bulldog gefahren. Das ist ein 10-Liter-Motor, Einzylinder. Den hat man dann so auf der Kupplung und hat man echt das Gefühl, man kann den Mond mit abschleppen. Jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Preis dieses Jahres. Der Preis für die beste Moderation, und der geht an dich. Oh, ich verneige mich tief. Wobei, Matti, wenn ich so ganz genau drüber nachdenke, ist es relativ einfach, weil ich bin auch der Einzige, der irgendwie vor der Kamera steht. Naja, und dass nicht immer alles gleich auf Anhieb klappt, ich glaube, das kann man jetzt sehen. Wer kennt sie nicht? Die sibirische Festlandsluft, die dann morgens in Brandenburg, nochmal, Entschuldigung, ist es peinlich, dass ihr jetzt dabei seid. Ich bin nur hier, wohl ein Publikum dabei zu haben. Genau. Maske. Also. Wie gesagt, es ist die Maximal-Scheiße. Und darf keine große Abweichung zwischen der linken und der rechten Achse geben. Müssen wir normal machen, leider. Das ist Einsatz. Kriegen, hoffentlich. Den Einsatz machen wir nur 10 Mal und dann haben wir's. Und deshalb sollten Hunde und Kinder... Ja, <wär's. lacht> okay, deshalb haben... Und deshalb sollten Hunde und Kinder bei diesen Temperaturen definitiv nicht im Auto bleiben. Hopsmüller, komm. Super, das will ich übers Bit machen. So, die Spekulatius sind zwar noch nicht alle, aber wir sind fertig mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ja, und wir hoffen, Sie hatten viel Spaß da draußen an den Endgeräten. Und bleiben uns auch im nächsten Jahr bei unseren kommenden Abenteuern gewogen und schalten ein und sind dabei. Uns bleibt beiden nur, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ich sage, freundlich ziehe ich meinen Hut, fahren Sie und machen Sie Ihre Sache gut.